Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Classic mit mir, dem Captain. Und ich spiele jetzt natürlich die Amiga-Version von Pirates. Da hören wir uns gleich mal das Intro an. Ja, und so ist halt dieses Intro ein bisschen besser als die Apple-Version. Na, ein bisschen besser ist völlig untertrieben. Man sieht es hier schon ganz deutlich, es ist ganz klar besser. Und deswegen sage ich auch ganz klar, die Amiga-Version ist meine Lieblingsversion. Zumindest aus dem Jahre 1988. Ich glaube, 88 kam das Pirates auf dem Amiga heraus. Ja, ein Jahr nach der Apple- und der C64-Version. Wir sind ja auch gerade in dem Menü gerade und ja, alles was ich jetzt schon auf dem Apple II gemacht habe, mache ich jetzt auch nochmal hier schnell. Wir machen schnell einen Schnelldurchlauf von dem, was wir gerade eben gespielt haben, sodass quasi, wir wollen auswählen, sodass wir quasi im Prinzip an der gleichen Stelle sind, wie wir gerade eben schon bei der Apple-Variante waren. So, wir nehmen das Silver Empire 1560, was als ziemlich schwierig gilt. Aber ich sag mal so, für mich, ich habe das Spiel zwar ewig schon nicht mehr richtig gespielt, aber das Silver Empire fand ich immer als am besten quasi. Da konnte man nämlich viel rauben und viel plündern, weil Spanien einfach so stark war. So, wir nehmen den Engländer. Und jetzt hier, ganz toll, jetzt können wir hier nämlich, das ist wunderbar hier mit der Schrift. Das sieht man hier auch. Wunderbare Schrift, wunderbare Grafik. Da träumt ja ein C64 und ein Apple nur von. Gleich mal Paper einstellen, unseren Namen. Und wir starten mit Apprentice. Da werden wir uns sicherlich nicht so wohlhabend sein. Wir werden zwischendrin möglichst schnell auch in den Journeyman gehen. Aber auf Apprentice können wir erstmal das Spiel ordentlich erkunden und ein bisschen was erobern. So. Fencing und through long hard work you became a worship captain. Full of ambition you cast covetous eyes and vast wealth of Spanish Main. The final step is an audience accord for royal approval. Okay, wir fragen den König nach der, königlichen Erlaubnis. Und der König gibt mir nur seine Erlaubnis, wenn ich hier sage, wo der Silver Train in Santa Marta 1560 erreicht. Und da das hier die gecrackte Variante ist, nehmen wir mal schnell einfach mal die zwei Sachen. Und dementsprechend sind wir durch. You crest Spanish affairs, pleases your patron. Soon are you commanding a trim ship, westward bound. But below decks, a rival plot against you. One calm evening, the challenger steps forward, sword in hand. Ich werde herausgefordert von einer möglichen Meuterei. Gut, mal eben schnell im Durchlauf. 1, 2... Und vielleicht hört das im Hintergrund so ein bisschen hier wieder das bisschen Klicken und so weiter. Natürlich im typischen Amiga-Style spiele ich hier mit einem Competition Pro Joystick. Was sollte man denn sonst anderes haben auf dem Amiga? Sei denn, man hat bestimmte Flugsimulatoren oder Rennspiele oder irgend sowas, wo man halt vielleicht noch die Tastatur benutzen muss. Dann nimmt man natürlich einen anderen Joystick. Bei Competition Pro kann man ja halt so schlecht den nur mit einer Hand benutzen. So, wir haben es geschafft. Damit können wir jetzt in See stechen. Und der Sailing Master, Segelmeister? Segelmeister, ist das wirklich so? Nimmt mich zur Seite. Wir sind in Trinidad, fangen also wieder genauso an wie auch bei der Apple II-Variante. Englische City, die nächste ist Olocera im Nordwesten und französische City ist Florida Keys, auch im Nordwesten, weit, weit entfernt. Ja, Trinidad, was sagen wir denn jetzt hier mal? So, erstmal, wir traden mit dem Merchant. Wir machen hier erstmal 500 Gold, weil wir die Pinners verkaufen. Und dann verkaufen wir diese ganzen Goods. Und wir verkaufen, auch noch ein bisschen Essen. Wir brauchen nämlich nur 10 Essen. Den Rest rauben wir uns wieder zusammen. Jetzt gehen wir in die Taverne.
Da lächelt er uns ganz freundlich an. Man sieht auch schon gleich, wie viel schneller das funktioniert hier. Der aufmerksame Zuschauer wird wissen, ich habe hier das Ganze auf Festplatte installiert und lasse es auf einem Amiga 1200 laufen. Und es kommen gleich mal Leute auf mich zu, nämlich 7 Leute. Ich dachte schon, die wollen mich abstechen, so wie mit dem Messer, der auf mich zukommt. Aber die 7 Leute nehmen wir natürlich da auf. Und dann am Ende kriegen wir auch noch Nachrichten. So, England. Wir sind England. England ist im Krieg mit Spanien. Frankreich ist im Krieg mit Spanien. Ja. Mandlaria strikes Olocera. Okay, damit ist die Stadt, die ohnehin schon klein ist, noch kleiner. San Juan, Malaria, San Juan. Neuer Gouverneur in Maracaibo. Okay. Und ein neuer Gouverneur in Coro. Alles klar. Und wir haben schon Juni. Schon Juni, okay. Also wir sind jetzt auch schon ein bisschen weiter als sonst. Okay, gut. Checken wir gerade mal die Informationen. Partystatus, 163 Leute, 20 Kanonen, ob das auch alles gleich ist. Food für 15 Tage, Crew is pleased, 2900 Gold. Personal Status, englischer Captain, sehr gut. 25 Jahre alt. Und ich bin noch... Gerade mal die Cities noch mal angucken. So, welche Stadt wollten wir jetzt noch mal angucken? Wir sind noch bei den Städten. Margarita. Die ist nämlich gleich hier um die Ecke. Die hat 130 Soldaten und 25.000 Gold. Da müssten wir schön das Gold kriegen. Das wäre ideal. Und es gibt noch eine andere Stadt hier, oder? Welche andere Stadt gibt es noch hier? Wie heißt denn die jetzt? Ist das Cumana? Cumana heißt die, glaube ich. Cumana. 200 Soldaten, okay. Ein Fort und Margarita hat auch ein Fort. Alles klar. Duck, duck, duck. Komm, continue. Und Travel. Alles klar. Jetzt raus aus der Stadt. Und duck, duck. Ah, und da haben wir auch schon das erste Schiff. Gucken wir doch gleich mal, wer das ist. Eine Barke, das scheint mir ein Spanier zu sein. Wir sind ja völlig in spanischen Gewässern. Jawohl, und wir werden ihn gleich mal angreifen. So, zack, zack, zack. Ah, Mist, aber ich habe ihn noch erwischt. Gut, damit erwischen wir ihn jetzt. Und lodernde Flammen. Und wir nehmen das Longsword. Eins. Möglichst schnell. Der hat eh schon nur noch wenig Leute. Und damit liegt er am Boden. Ja, das Schiff nehmen wir natürlich. Und alles, was er an Bord hat, nehmen wir natürlich auch mit. Und 4 Kanonen. Und 3 Seeleute nehmen wir auch noch mit. Ich komm, hopp. Spannung, Spannung, Spannung. Jawohl, an Land. Hoffentlich klappt das. Da sind wir in Margarita. Wunderbar. Und wir greifen die Stadt an. Und dann nehmen wir doch gleich erstmal hier die raus aus dem Sumpf. Komm, hinter den Sumpf. Die haben sich da oben schön gewehrt. Und während der da oben abgelenkt ist, latschen wir mit unserer Truppe hier bis zum Vor. Ups. Hopp, komm.
Und wir sind drin. Wunderbar. Da stehen die Tore auf. Und wir nehmen hier auch ein Longsword. Und da sind schon eine ganze Menge mehr Leute. 105 zu 149. Ah, hat er daneben gehauen. Über die schnellen Angriffe. Da sind noch eine ganze Menge Soldaten. Oh, ich will aber, dass noch mehr von deinen Soldaten sterben. Duck, 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 duck. Zack, zack, zack. Schön abwehren. Oh, okay. Yeah, once proud town of Margarita is at the mercy and the main of Gary's fleece. Jawohl, damit kriegen wir jetzt Geld. Und sie wurden nicht gewarnt. Das heißt, wir kriegen jetzt richtig fett Kohle. Das ist echt super. Jetzt die Frage, machen wir die gleich Englisch? Wir machen die gleich Englisch oder machen wir die gleich Französisch? Ich würde sagen, die hier machen wir... Machen wir die Englisch? Machen wir die Englisch? Die machen wir vielleicht sogar gleich Französisch. Weil dann haben wir nämlich auch gleich eine französische Stadt hier und englische Stadt können wir nochmal wann anders hin machen. Dann spielen wir es nämlich nicht ganz so wie auf der Apple-Variante. Wir machen die französisch und da kriegen wir 15.000 Gold, jede Menge Nahrung, Guts, Heizfälle und natürlich jede Menge Kanonen auch noch dazu. Haben wir jetzt 34 Kanonen mehr als wir brauchen. Sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich gleich in die Stadt mal reingehen. So. Damit ist jetzt Französisch. Und wir gehen gleich erstmal zum Gouverneur. Und da sagt er, mein guter Mr. Pepe, wir sind im Krieg mit Spanien. Ich beauftrage dich, seek and destroy enemy ships and towns. Also schön spanische Schiffe zu und Städte zu zerstören. Und natürlich gibt er mir auch gleich eine Proklamation. Für meinen guten Service bin ich Fähnrich. Und ich kriege 250 Acre of Land. Also 250 Hektar Land ist doch auch nicht schlecht. Gleich schon mal. Und seine Glitzerkette, die leuchtet. Ja, und weil ich befördert worden bin, kommt jetzt natürlich der gute Berater von dem Gouverneur und sagt mir, ich habe Informationen über deine lang verschlorene Schwester. Der böse spanische Admiral La Mancha weiß, wo deine Schwester ist. Okay, La Mancha. Und er wurde gesehen in der Stadt Gran Granada. Och nein, das ist so eine dumme Stadt. Och, da muss ich erst mal auf der Karte nachgucken, wo die überhaupt ist. Aber Gran Granada, vielleicht ist er auch irgendwann nicht mehr da. La Mancha in Gran Granada, gleich mal speichern im Kopf. Und der Gouverneur zeigt mir auch noch seine tolle Tochter. Ja, eine bibeltreue Christin, alles klar, wir machen Konversation und sie sagt uns gar nichts. Also gehen wir jetzt schnell wieder zum Händler. Schiff verkaufen tun wir nicht, aber wir verkaufen die Guts, die Heiz und damit kann ich nicht mehr verkaufen. Das ist echt blöd hier. Man kann nicht mehr verkaufen, als die Händler hier angeben. So, gehen wir in die Taverne. Ach, ja, der Stolz der französischen Flotte, Fähnrich Pepe. Und 12 Leute wollen bei mir mitmachen, jawohl. Ja, kommt nur her. Und da ist noch einer. In einer dunklen Ecke treffen wir jemanden. Einen Scruffy Pirate und er will mir einen Teil einer Schatzkarte verkaufen und die kaufen wir natürlich. Und wir haben eine super Schatzkarte, sie ist nämlich groß, das ist gut. In der Nähe von Santiago Vega und da ist es ganz deutlich eingezeichnet. Gute Karte, guter Kauf. Santiago Vega ist weit im Norden. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal vorbei. Also Santiago Vega merken, Gran Granada merken und damit verlassen wir das Städtchen
Und wir gehen gleich mal. Die kommt hier an Land. Und jetzt machen wir einen langen Fußmarsch hier rüber. Wir wollen nämlich jetzt noch die Stadt, die hier drüben ist, angreifen. Das ist auch das Nette hier bei Pirates. Man segelt zwar unheimlich viel mit dem Schiff hin und her, aber dann kommt irgendwann dieser Angriff hier. Nämlich, dass man... nicht der Angriff. Man muss dann viel über Land gehen, damit man nicht von den Schiffen vorher entdeckt wird. Weil über Land haben sie nämlich überhaupt keine Sicherung, keine Aufklärung, sondern immer nur über Schiffe. Und deswegen ruhig etwas weiter weg an Land gehen und dann in die Stadt einmarschieren. Und jetzt greifen wir hier wieder an. So, und jetzt ziehen wir mal wieder die eine Truppe hier oben hinter den Sumpf. Und die andere nach hier unten. Okay, und er teilt es. Ich habe hier Cover. Und ich will jetzt nun bloß nicht raus. Komm, beeil dich. Wie gut, dass der Computer zu doof ist, das zu erkennen. Die einen stecken da fest, die anderen sind jetzt im Wald. Und jetzt flitze ich ihn davon, weil er im Wald nicht hinterherkommt. So. Und. Hopp. Komm. Und wir sind drin. Wunderbar. Und wir nehmen wieder das Longsword, das Langschwert. Oben. Abgewehrt, Mist. Aber der hat schon deutlich mehr als ich. Das bedeutet, ich muss hier auch bedeutend mehr von ihm runterkloppen dann. Aber ich bin zumindest schon mal im Vorteil jetzt hier. Liegt auch daran, dass ich Fechten als Zusatzskill gewählt habe. Da man hier ohnehin in dem Spiel fast nur Fechten tut. Okay, gut. Ja, Soldaten nicht runtergekriegt, weit genug, aber Kumana, ne, die Stadt hieß auch Kumana, hab ich's noch richtig gewusst, und wir haben sie erwischt. Und natürlich haben wir sie voll erwischt, damit haben wir jetzt sogar gleich innerhalb von kürzester Zeit jetzt schon 40.000 Goldstücke. Und das Teuerste sind die Kanonen. Und ich glaube, das Essen kommt als nächstes. Auf jeden Fall habe ich so gut wie gar nichts mehr an Stauraum. Da ist so viel drin. So, continue. Jawohl, wunderbar. Ja, das ist wunderbar. Jetzt haben wir nämlich genau den Stand, den ich gerade eben schon erreicht hatte. Müssen wir gleich nochmal hier das Zeug, was ich erobert habe, gleich wieder verkaufen hier, damit ich wieder freien Platz habe. Und dann ja, machen wir uns mal langsam auf den Weg, die Welt ein bisschen mehr näher zu erkunden. So, jetzt in den Hafen und zum Händler, der jetzt wieder Geld hat, Gott sei Dank. So, und man sieht's, das meiste Geld hat er. Die teuersten Preise hat er für Nahrungsmittel, ne? Gut, Nahrungsmittel haben wir genug. Gehen wir gleich wieder in die Taverne. Ja, und sie haben wieder was zu erzählen, wie wunderbar wir Kumana geplündert haben. Das lockt auch gleich wieder Leute an. Sign them up, ja. 17 Leute wollen zu uns. Sehr schön. Also es ist immer gut, nach einer guten, erfolgreichen Plünderung in eine Stadt zu gehen. Weil dann kriegt man nämlich auch wunderbar, was ist hier los? Wunderbare, was ist hier mit der Lautsprecher hier? Okay, gut, kriegt man auch immer wieder gut Leute dazu. Ja, die nehmen wir natürlich auf.
Und jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr gucken. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wunderbar. Wir sind schneller dran als bei dem Apple, ist ja auch ganz klar. Und deswegen können wir jetzt die Stadt hier auch verlassen wieder. Müssen nicht gleich wieder zum Gouverneur, denn wenn wir zu häufig zum Gouverneur gehen, dann kriegen wir nur die ganzen Beförderungen, aber nicht genügend Land und Gold und so weiter. So, und ja, da, wir sind in französischen Gewässern und wir sehen eine Pinasse, Pinnace oder wie sie heißt. Und das ist sogar ein Engländer. Gut, fragen wir mal gleich nach News. Ja, Piraten. 5. August haben wir Cumana geplündert. Genau, sehr schön. Am 10. Juli haben wir Margarita eingenommen. Ja. Schön weiterfahren hier. Und da jetzt sind wir in spanischen Gewässern und da ist eine Barke, die wir auch wieder jetzt gleich angreifen werden mit unserer Fastgallen. So, Ost, Südost. Und erwischt. Ups, aber er hat doch, das Segel ist kaputt. Wir haben zwei Knoten, er hat zwei Knoten, das bringt so nicht viel. Dann müssen wir dich halt noch mal bombardieren. So, er trifft nicht. Und jetzt geben sie auf. Da sieht man. Oben sieht man weiße Flagge gehisst. Damit kriegen wir jetzt. Ja, noch eine Barke. Nehmen wir noch dazu. Noch den Rest hier einsammeln. Oh, haben wir ein paar Kanonen verloren? Nee, ne? Und 1300. Und 7 Leute wollen mit. Gut. Gleich mal hier an Land gehen. Nächster Raubzug. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie diese Stadt heißt, aber das werden wir gleich sehen. So. Hoch auf den gelben Wagen. Ah, nee. Das haben die bestimmt nicht gesungen. Die haben bestimmt das Landsknechtelied gesungen. Und wir marschieren in die Stadt. Und das ist, wir sind in der Stadt. Borburata. Das klingt irgendwie wie beim schwarzen Auge. Borbarat. Borburata. Ein Fort, okay. Spanische Flagge und wir greifen an. Jetzt weiß ich nicht, wie viel die haben, aber kann eigentlich gar nicht so viel sein. Und ist das blöd hier. Das ist halt blöd, wenn das Handy ums Eck kommt, ne? So, jetzt nehmen wir noch mal den hier. Auch mal ein bisschen weiter raus. Können wir da hinstellen. So, mit dem mal ganz hier unten lang. Schnell hier unten vorbei, ehe der durch den Wald bis zu mir kommt. Oh. Tempo, Leute. Gib Gummi. Noch diesen einen Waldfetzen. Oh ja, kriegen wir einmal Cover. Gut. Keine Ahnung, wo der jetzt ist, versteckt sich irgendwo im Wald. Und da schleichen sich die Piraten ins Fort. Und passt. Wunderbar. Kann hier wieder den Ton anstellen. So. Longsword. Jawohl, 185 Leute, das passt. Die kriegen wir platt. Muss man auch sagen, auf der leichtesten am leichtesten Schwierigkeitsgrad ist es natürlich auch schon leichter. Oh, er hat mich erwischt. Jetzt hat er mich schon wieder erwischt. So. Nein.
Ah, Gott sei Dank, jetzt habe ich ein. Jetzt habe ich ihn. Nein, hat schon wieder. Jetzt verliere ich auch noch Leute. Aber er verliert auch Leute. Mal gucken. Strong Panic. Jawohl, ich verliere weiter Leute. Oh. Jetzt haben wir 125. Oh. Gut, da freut sich doch wieder die Crew. Sehr schön. Und wieder mal perfekt, ohne Vorwarnung geplündert, aber es gibt trotzdem nur 7890 Goldstücke. So. Immer gleich die Kanonen wieder, die sind immer am teuersten. Dann das Futter. Und dann die Felle. Jawohl. Ja, und wieder zurück. Schade, dass wir die Stadt nicht übernommen haben. Da hinten ist ja gleich die nächste Stadt. Komm, wir latschen gleich weiter hier. Jetzt machen wir eine Landtour nach der nächsten. Die nächste Stadt da drüben. Ja. Piraten und Schiffsangriffe. Also ehrlich, sowas Unsinniges. Das ist ja eine Landarmee. Wenn wir nicht wüssten, dass unser Schiff da hinten parken würde, würden wir hier den ganzen südamerikanischen Kontinent mit erobern. Wenn wir es könnten. Okay. Zack, zack, zack. Wir kommen näher. Mit dem Wind nähern wir uns. Es dauert zwar ewig lange, bis man da gelatscht ist, aber jetzt sind wir in Puerto Cabello. Ein Vor. Und auch unter spanischer Flagge. Und Angriff. Ah ja, okay. Die Leute sind so klein, haben keine Armee draußen. Das heißt, jetzt, ja, 85 Leute. Wunderbar, die Stadt ist klein. Das heißt, ich könnte hier wirklich versuchen, hoffentlich kann ich sie einnehmen, weil dann kann ich nämlich wenigstens auch ein bisschen. Jawohl. Ups. Na, komm. Ich will nicht, dass du gewinnst. Ich will selber gewinnen hier. Ich will nur, dass du ordentlich Leute verlierst. Irgendwo hatte ich mal gehört, wenn man die entsprechende Soldatenzahl nur weit genug runter bekommt und man selber genügend Soldaten am Ende über hat, dann. Nur dann lässt sich ein neuer Gouverneur einsetzen. Naja, ich meine, über Gold eine Stadt haben wir hier ja. Okay, so. Und nochmal 10.000, jawohl. Aber ich habe natürlich jetzt wieder, ich muss ein bisschen die Blödsinn wegpacken. Hier die Guts wegtun. Dafür die Kanonen und die Felle auch wegtun, weil Essen ist viel teurer als alles andere. Ja, gut, jetzt haben wir noch ein bisschen was frei. Okay, wunderbar. Ja, prima. 61.000. Jetzt schnell zum Schiff und zurück in unser nettes französisches Städtchen. Um dort eine kleine Pause einzulegen. Haben wir jetzt 1, 2, 3 Städte erobert, angegriffen. 4 angegriffen, 1 erobert.
und 60.000. Jawohl. Aber Porto Cabello ist eigentlich schon eine gute Stadt. Dass die nicht wechselt, schon blöd. Ich habe nicht genügend Soldaten dafür, dass die wechselt. Über Stock und über Stein laufen wir durch den amerikanischen Urwald. Dann kann die sich total verlaufen. Man kann noch weiter ins Inland und so weiter. Ja, weiß ich noch genau, deswegen vorhin Grand Granada, deswegen habe ich so geflucht. Ich weiß noch ganz genau, früher zu Amiga-Zeiten. Und der sagte mir, Mann, wo ist denn Grand Granada? Fahr bitte nach Grand Granada. Und ich nur so, wo ist denn Grand Granada? Und ich habe die Karte abgesucht und gesucht und gesucht. Und irgendwann habe ich mal in der Spielezeitschrift gesehen, wo die Stadt dann war. Und dachte mir, boah, mitten im Nirgendwo. So, untersuchen wir diese Stadt. Ein Händler, diese Stadt, dieses Schiff, ein Händler. Und natürlich ein spanischer Händler. Und den wollen wir natürlich gleich angreifen mit der Fast Gallon. So, und der kriegt schon mal Panik. Wir werden auf ihn drauffahren. Und er hat uns erwischt. Macht nichts. Dafür werden wir ihn jetzt erwischen. So. Ist eigentlich immer besser, wenn man nicht erwischt wird. Aber dann bleiben auch die Leute am Leben. Naja, vielleicht wechseln ja noch ein paar. So. Genau. So. Yes, send a prize crew. Wir nehmen das Schiff über und natürlich alles, was drauf ist. Jetzt haben wir schon 84 Kanonen. Ach, und zwei Seeleute wollen mit. Alles klar, gut. Und schon wieder ein Schiff, eine Barke und wieder ein Spanier. Jawohl, den nehmen wir auch gleich. So, jetzt nehmen wir wieder die Fast Gallon. Okay, der Wind kommt aus dem Norden oder der geht in den Norden. Und jawohl, wir haben ihn erwischt. Und die Hülle ist kaputt. Er versucht zu fliehen. Jetzt kriegen wir ihn, jawohl. Er gibt aber nicht auf. Der spanische Captain gegen Pepe. Gut. Und dann sind sie auch schon auf Panikmodus umgestellt. Und das war's. Das ging schnell. Ja, und dieses Schiff nehmen wir auch noch mit. Können wir nämlich die ganzen Schiffe auch gleich verkaufen. Und 11 Seeleute, jawohl. Komm. Für gewiefte Leute ist natürlich was, da unten durchzufahren, aber für mich ist das jetzt nichts. So, jetzt in den französischen Gewässern. Was haben wir da? Eine Barke. Oh, ein Pirat. Eine Piratenbarke. Das ist jetzt schwer. Wird der erste richtige Kampf. So. Jawohl, das nehmen wir jetzt. Wir haben 30 Kanonen, 121 Mann. Dann nehmen wir auch die Fast Gallon. So, er hat 160 Leute. Ah, wir haben ihn schon wieder nicht erwischt. Dann wir mal zack machen. So, kriegen wir ihn jetzt. Jetzt haut er uns ab, oder was? Komm, du bist doch der Piratenjäger.
Und du bist auch viel stärker als ich. Nein, ach. Schaffe ich alles nicht. Und. Zack. Kann nichts treffen hier. Sechs Knoten, sechs Knoten. Jetzt kommen wir uns näher. Ich muss ihn aber noch mal treffen vorher. Jawohl, jetzt habe ich ihn getroffen. Sehr gut. Jetzt hat er keinen. Jetzt hat er nur noch 104 Leute. Und nochmal getroffen, jetzt hat er nur noch 68. Scheiße. Jawohl. Und jetzt Angriff, komm. Und er hisst die weiße Flagge. Was ist das für ein Pirat? Was ist denn das für ein Pirat? Gut, die nehmen wir auch noch mit. Und jetzt, oh, der Baron Le Grand. Ja, den nehmen wir gleich mal mit. Gibt vielleicht ein Lösegeld. Hold him for ransom. Ja, gibt vielleicht ein schönes Lösegeld. Was man da fragen kann, war halt nach dem Treasure Fleet, nach der Schatzflotte oder nach dem Silberzug, die hier so lang gehen. Oh, und 45 Seeleute wollen joinen. Jawohl. Also, das war, hat sich doch gelohnt, der Kampf gegen den. Oh, weiter geht's. Was haben wir denn da? Eine Pinnes, eine französische. Ja, dann sag mir doch mal, was es Neues gibt. Nur das, was ich schon weiß, ne? Neue Goldmine in Koro, okay. Ach, komm. Das ist etwas, was ich auch immer so gehasst habe hier. Also, manchmal ist das echt nervig mit dem Wind. So, und ab in den Hafen. Wir reden mit dem Händler. Ach so, wollen wir irgendwelche Schiffe repariert haben? Nein. Wir wollen einfach nur verkaufen. Komm. Damit ich wieder Lagerplatz habe. Gut. Dann besuchen wir noch die Taverne. Ja, wir haben wunderbar einen Piratenbar erledigt. Und jetzt wollen uns 35 Leute. Jawohl, die nehmen wir auch noch schnell mit. Und weil wir jetzt so viel gemacht haben, jetzt gehen wir doch nochmal zum Gouverneur. Ja, und deswegen wird er uns jetzt eine Mission geben. Oh, accept the mission. Ja, das machen wir. You must deliver this letter to my cousin who lives in St. Augustine. Please hurry. Oh nein, jetzt müssen wir in den Norden. Also nach St. Augustine. Dann den Schatz abholen und oh, irgendwann kommen wir auch mal in Grand Grenada raus. Okay. So please have brought me a deceptive pirate, Baron Le Grand. The governor observes. The king will very pleased at the news. Jawohl, ich habe ihn zurückgebracht, den Piraten oder den Piraten ins Gefängnis gebracht. Jawohl. Und deswegen werde ich jetzt zum Captain, französischen Captain, befördert. Sehr schön. Und kriege nochmal 650 Land dazu. Hektar. Ja, und der spanische, okay, La Mancha ist dort. Und der Baron Montalban weiß auch, wo meine Schwester ist. Ah ja, okay, jetzt heißt er Montalban, okay. Der ist aber auch in Grand Granada, okay. Na gut. Und was sagt die mir? Gar nichts sagt die mir. Gut. Ja, ich glaube, damit ist dann jetzt auch Ende. Jetzt gehen wir nämlich mal auf Check Information und sagen einmal Save Game.
Und wir nennen es jetzt Let's Play Ups 1. Und hat das gespeichert? Ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei gerade. Ja, er hat es wohl scheinbar gespeichert. Okay, gut. Dann machen wir dann demnächst weiter. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt und sage, ja, bis zum nächsten Mal. In einer Woche, zwei Wochen ungefähr, bis ich weiterspiele. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.